Willkommen zu einer weiteren Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse. Elke Schmitter spricht mit Jan Wiele am FAZ-Stand über ihren neuen Roman »Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch«. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Elke Schmitter. Und ja. Guten Tag. Ich habe gerade schon auf dem Weg viele interessante Buchtitel gesehen, zum Beispiel Angespannt Vapen oder Männer, die die Welt verbrennen. Aber ich würde sagen, dieser hier rangiert für mich ganz weit oben. Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch. Das finde ich erstmal schon mal einen sehr faszinierenden Titel. Jetzt muss ich aber eine etwas umweghafte Einleitung machen. Sie sind in Ihrem Leben zuerst Journalistin gewesen, dann Schriftstellerin. In der Reihenfolge oder kann man das nicht so sagen? Ich bin als Lyrikerin hervorgetreten mit 18 und 19 Jahren in Akzente, wofür ich immer noch sehr dankbar bin. Im Grunde habe ich als Schriftstellerin angefangen. Dann sogar so rum. Also ich habe auch ein Lyrikband aus dem Berlin Verlag. Der ist so Anfang der Nullerjahre, glaube ich, entschieden. Und jetzt zuletzt sind Sie eher ins Prosafach gewechselt mit einem auch ganz tollen Buch Inneres Wetter. Da merkt man schon das Metaphorische. Und jetzt eben ein Buch über Liebe. Jetzt kommt mein Umweg. Sie haben dem Stern ein Interview gegeben über dieses Buch. Und da war die Überschrift, wir müssen Männern zeigen, wie Liebe geht. Ist die Journalistin in Ihnen mit dieser Überschrift zufrieden? Tatsächlich war die Redakteurin so zartfühlend, mich nochmal zu fragen, ob das in Ordnung ist. Und als ich gesagt habe, das ist natürlich ironisch, hat sie gesagt, ja, das stimmt, aber Ironie kommt in Headlines nicht so richtig rüber. Und dann haben wir uns beide darüber verständigt, dass wir hoffen, dass man den Text ganz liest. Und da ging es ja zum Beispiel um Online-Dating in dem Interview. Aber der Satz stand eigentlich nicht so in dem Interview wie in der Überschrift, wenn ich das nochmal fragen darf. Ja? Ich mache es einfacher. Glauben Sie denn mit Ihrem Buch, dass das davon handelt, dass man Männern zeigen muss, wie Liebe geht? Weil so habe ich das gar nicht aufgefasst. Nein. Also ich glaube, bei dem Thema sind wir alle Experten und alle scheiternden Experten, egal welches Geschlecht. Jetzt komme ich mal zu der Machart des Buches, denn die ist sehr interessant. Man könnte es bezeichnen als Fußnotenroman, was ja ein ganzes Genre ist, auch in, zum Beispiel in der amerikanischen Metafiktion, Daniel Levski oder so, gibt House of Leaves, Fußnotenroman. Es beginnt aber auch eher wie ein Essay und bezieht sich zum Beispiel auf Eva Illus. Die nenne ich jetzt nur, weil die vielleicht so ein bisschen im Hintergrund steht auf dem Sachbuchmarkt, wenn es um Liebesbücher geht. Also zum Beispiel, Liebe muss wehtun. Richtig, ja? Ja? Warum Liebe wehtut. Warum Liebe wehtut. Entschuldigung, das ist etwas verdreht jetzt. Ja, aber also Sie kommen jedenfalls auf Eva Illus zu sprechen. Und ich würde aber sagen, Ihr Buch ist viel lyrischer als ein solches Sachbuch. Das heißt, haben Sie manchmal auch das Gefühl gehabt, ein Langgedicht zu schreiben vielleicht bei diesem Buch? Ja, es würde mir gefallen, wenn Sie das sehen. Ja, ja. Also ich glaube, dass die Sprache, in der man etwas ausdrückt, mehr ist als ein Treibriemen, sondern wirklich die Welt selbst, ne? Weil ja Worte Assoziationen auslösen und weil es eben einen großen Unterschied macht, ob ich die Liebe beschreibe als Neuronenfeuer, was korrekt wäre aus neurologischer Sicht, oder eben als innere Chemiefabrik, was auch korrekt wäre, wenn man die Dopaminausschüttung berücksichtigt und Oxytocinausschüttung bei einer glücklichen ersten Liebe oder sagen wir mal bei der Liebe, solange sie glücklich ist. Aber das sind korrekte Beschreibungen eines Phänomens, was, wenn ich eine andere Sprache wähle, natürlich auch sich vollkommen anders abbildet bei dem, der liest. Und insofern spielt die Sprache, die man wählt für jede einzelne Passage, noch eine andere Rolle als quasi ein Fahrzeug, mit dem man dieselbe Ladung hin und her bewegt und nur darüber nachdenkt, ob es pünktlich ankommt. Kann man sagen, es geht ja, so habe ich das Buch zumindest verstanden, sehr stark darum, einzukreisen, wie der Prozess des Sich-Verliebens entsteht. Und das hat durchaus auch Reflexe an die frühe Jugendzeit, so ging es mir zumindest beim Lesen öfter, aber Sie wollen wirklich sprachkritisch, gerade auch in einer Zeit des Online-Datings und insbesondere auch der Kurzkommunikation, nochmal ergründen, wie wir über Liebe kommunizieren auch und wie der Moment des Sich-Verliebens zum Beispiel auch per SMS geschieht, oder?
Naja, ich glaube, dass die Liebe uns auch deswegen so interessiert, weil es ja ein soziales Gefühl ist und weil wir alle mit dem Paradox zu tun haben, dass wir in der Erfahrung der Liebe die größte intime Selbstreflexion vollziehen. Also dieses Gefühl, ich habe mich verliebt, ist im Grunde das Privateste oder Intimste, was man über sich sagen kann. Und auf der anderen Seite ist es ja eine Mitteilung, die andere Menschen verstehen. Und sie verstehen sie, weil sie anknüpft an ihre eigene Erfahrung, die sie auch für ihre eigene halten. Und Eva Illos Bücher sind so interessant für viele, auch für mich, weil sie ja auf die soziale Dimension abhebt und sagt, wir haben es aber bei Liebe mit einem Phänomen zu tun, worüber wir sprechen können. Das ist das eine. Und das zweite ist historisch Veränderungen unterworfen. Und das bedeutet, was heißt das eigentlich, dass wir, sagen wir, die Briefe von Madame de Lépinasse, die ich da zitiere, eine, man kann sagen, Salondame aus dem 18. Jahrhundert vor der Französischen Revolution, die vier Jahre lang einem Mann Briefe schreibt, die im Grunde nur daraus bestehen, dass sie sagt, ich liebe, ich liebe, ich liebe. Aber das sagt sie mit einer rhetorischen Werf, die man vielleicht noch am ehesten vergleichen kann mit einer Barockoper, wo dasselbe Thema immer wieder variiert wird. Und wenn Sie mal in so einer Händeloper waren, dann erinnern Sie sich wahrscheinlich an dieses psychedelische Gefühl. Also, dass man irgendwann nach 2 Stunden so in so einer Art Trance ist. Und diese Frau ist 4 Jahre in Trance und schreibt 4 Jahre, ich liebe, ich leide, ich leide, ich liebe. Mal ist es die eine Reihenfolge, mal die andere. Und warum funktioniert das? Es funktioniert, weil sie die Sprache dafür findet. Und es ist eine vollkommen andere Sprache als unsere heutige Sprache. Das heißt, es gibt eine Schnittmenge und es gibt eine Veränderung. Und das an sich finde ich interessant. Ästhetisch reizvoll wird es dadurch, dass diese erzählten Briefstellen quergeschnitten werden mit Tagebucheinträgen von heute, mit auch Reflexionen einer Freundin, mit Erinnerungspassagen. Das heißt, es steht ein ganz stilistisch heterogener Text. Eines ist mir aufgefallen, es wird darin öfter erwähnt, wenn es um Liebeskommunikation geht, dass der Er, über den wir gleich noch sprechen wollen, Audionachrichten hinterlässt. Und da heißt es immer, er hat wieder ein wundervolles Audio aufgenommen. Und da fühlte ich mich doch sehr provoziert, weil ich habe neulich im Zug mal gesehen, wie ich vermeintlich, wie eine Person ungefähr 15 Minuten lang telefoniert hat im Regionalexpress. Und dann wurde mir irgendwann klar, die telefoniert nicht, die nimmt eine Sprachnachricht auf. Ja? Und dann habe ich gedacht, wer verdammt hört sich diese 15 Minuten lange Sprachnachricht jemals an? Und jetzt lese ich bei Ihnen, er hat ein wundervolles Audio aufgenommen. Also wir wollen mal zu den Gunsten dieser Person annehmen, dass es um Verliebtheit ging und dass so eine Sprachnachricht gesendet wurde, die natürlich ausschließlich der aushalten kann auf der anderen Seite, der verliebt ist. Also da ist das Medium, vielleicht auch die Message insofern, das Medium wahrscheinlich eine ganze Menge Pausen beinhaltet, die derjenige oder diejenige am anderen Ende dann für sich hört. Was ja auch, also das Hören selber ist ja ein enorm intimer Prozess und das Sprechen auch. Und beim Sprechen ist es ja so, dass wir, anders als beim Hören, gar kein eigenes Organ dafür haben. Also wir haben Augen zu sehen und wir haben Ohren zu hören, aber sprechen tun wir mit dem ganzen Körper. Ja, also mit dem Kehlkopf, mit dem Gaumen. Und das heißt, die Stimme ist ein Phänomen, was eine enorme Wirkung entfaltet in einem selbst und in dem, der hört. Und wenn man noch berücksichtigt, dass die Sprachnachricht unter Umständen oder wahrscheinlich gehört wird von jemandem, der Kopfhörer trägt, dann ist sozusagen die Nachricht im Körper dessen, der sie empfängt. Das ist natürlich ja erotisch wahrscheinlich ganz toll. Also nicht so toll, wenn man im ICE aber wohl vielleicht auch. Klingt jetzt sehr romantisch. Also ich muss mir nächstes Mal vorstellen, ich wäre der Empfänger dieser Nachricht und habe so ganz tolle Sennheiser-Kopfhörer auf und höre das in High Resolution irgendwie. Und jetzt müssen wir allerdings dem Publikum auch noch verraten, dass es doch um gescheiterte Liebe in dem Buch geht, oder? Weil es wird ja das muss man überhaupt nicht verraten. Das setzt jeder voraus. Wenn man sagt, das ist ein Liebesroman, dann glaube ich, wäre die Vermutung jedenfalls
bei erwachsenen Lesern, dass es sich um die Erfahrung eines Scheiterns handelt, oder? Ich glaube schon. Ja. Gut, also das klingt so weise. Also, dass sie sich wundern können, finde ich toll. Ja, es wird viel aus der Rücksicht erzählt. Und es wird eben, darauf möchte ich nochmal kurz zurückkommen, auch oft sehr genau die Sprache seziert. Und da kommt die Lyrikerin eben nochmal durch. Ich habe eine Stelle mir noch rausgeschrieben. Da steht zum Beispiel eine Reflexion über das Wort toll. Ja, es ist toll und es ist ohne Zeit, also natürlich das sich verlieben, wie ein Trip auf LSD oder ein Pilz oder mit Marihuana. Haben Sie jetzt selbst beim Schreiben auch was genommen oder ist das Ihr Natural High sozusagen, diese... Na, das war das High beim Schreiben, das gibt's ja auch. Ich musste da nichts nehmen. Ja. Gut, dann, Beim Toll geht es eben, also das Wort, wenn man dieses Wort toll nimmt, dann glaube ich, das ist ja so ein altes Wort, was sich eben so gehalten hat. Also weil ich bin schon mit dem Wort toll aufgewachsen und ich wundere mich, dass mein Sohn das Wort auch verwendet. Und als ich darüber nachdachte, dann ja, das ist dieses T am Anfang, das setzt sowas und dann kommt dieses O und dann kommt dieses L und das hat so eine Qualität, wenn man es ausspricht, dass es wahrscheinlich deswegen so ein Erfolgswort geworden ist. Toll, also ja, diese Stellen finde ich tatsächlich toll. Und was ich mir auch noch, wenn wir die Zeit noch kurz haben, natürlich notiert habe, ist, dass es in dem Buch eine Stelle geht, wo das Verlieben stattfindet auf der Buchmesse. Ja? Das heißt, das Buch hat ja so einen soziologischen Touch durchaus und da machen Sie sich genau über diese Situation, in der wir hier sind, eigentlich Gedanken und die möchte ich kurz noch einmal vorlesen. Es war Buchmesse in Frankfurt. Kaum ein nüchternerer Ort ist denkbar als diese riesige Anordnung von offenen Schachteln, Stände genannt, mit aneinander getackerten Regalen, leichten weißen Möbeln. Sie sagten eben schon, dieses Weiß ist hier Ihnen ein bisschen too much. Ja? Grauem Bodenbelag, Bücher als Auslegware, viele noch eingeschweißt, wie in einem künstlichen Licht im Drogeriemarkt. Und jetzt die Menschen mit nach innen gekehrten Gesichtern auf dem Weg zu einer Besprechung, eine schwere Tasche über der Schulter oder eine Mappe unter dem Arm. Und jetzt lauter Einzelne, die ambulante Inseln bilden an den Ständen, wo wiederum jene sitzen, die dort berufsmäßig diese kurze Woche verbringen und so weiter. Wir sind angetackert mit einem Pantherblick auf die Welt da draußen. Also diese Buchmesse ist, glaube ich, eine unglaublich melancholische Veranstaltung, oder? Beides. Also ich war gestern Abend bei einer Party eines großen Verlages, wo 400 Leute draußen standen und nur jeder Fünfte hatte ein Glas in der Hand. Und trotzdem war die Lust der Leute, sich zu unterhalten und irgendwie zusammenzukommen, ist auch wiederum toll. Also auch auf dieser Messe. Es ist überhaupt nicht melancholisch, finde ich, sondern sehr, auf eine Art sehr solidarisch. Es sind lauter Leute, die mit Büchern zu tun haben, die sich ja auf einem Haufen sind. Ach schön, weil diese Textstelle, die erinnerte mich eher so an so ältere Betriebsanimals, die seit 40 Jahren auf Buchmesse sind und alles schon mal erlebt haben oder so. Und jetzt diese Party, dreimal erlebt. Mit dem Verlag, den wir nicht nennen wollen, das macht das Ganze vielleicht doch wieder etwas hoffnungsvoller zum Schluss, oder? Ja. Also das heißt, wir freuen uns noch auf viele weitere Buchmessen. Ja, ja. Mit solchen Situationen, wie sie hier in dem Buch beschrieben sind. Eins muss man noch erwähnen, es hat nicht nur einen tollen Titel, sondern auch einen tollen Untertitel. Es heißt nämlich ein Bildungsroman, beziehungsweise Einbildungsroman. Und das macht zwei Hälften dieses Buches aus. Also ein Bildungsroman ist eher dieser soziologische Teil. Und dann beginnt der Einbildungsroman. Wiederum ein lyrischer Terminus, der das Ganze ins Fantastische auch rückt. Ja, man könnte vielleicht der Ordnung halber einmal sagen, dass es auch eine Liebesgeschichte ist, die erzählt wird. Und das bedeutet, dass sie, wie manche Liebesgeschichten, die abbrechen und die möglicherweise einen von beiden Beteiligten oder auch beide in so eine Reflexionsspirale schicken, die heißt, was ist eigentlich passiert und warum ist es passiert? Und deswegen Einbildungsroman, weil am Ende ist man sowohl
in der Verliebtheit selber ja vor allem mit seinen Einbildungen beschäftigt. Und wenn es dann weitergeht, dann werden diese Einbildungen langsam zu so einer gemeinsamen Skulptur, die diese beiden Menschen, wenn sie in Beziehung bleiben, bilden. Und sich daran bilden und sich daran auch umbilden, weil jede Liebe ist ja eine Veränderung des Lebens und der Persönlichkeit. Aber wenn die Liebe abbricht, ohne dass sie sozusagen zu Ende gelebt wird, dann kommt dieser zweite Teil, wo eine oder beide Parteien darüber nachdenken, was eigentlich passiert ist und zurückgeworfen sind auf die Einbildung. Also am Ende schließt sich der Kreis und sie sind wieder da, wo sie ganz am Anfang waren, nämlich mit ihren Projektionen beschäftigt. Herzlichen Dank. Ich empfehle nochmal dieses Buch, sowohl von seiner essayistischen Seite her, die wir gerade nochmal gehört haben, als auch von der stark lyrischen Seite her, die mich noch mehr beeindruckt hat. Herzlichen Dank, Elke Schmitter. Dankeschön. Danke.